Der Peugeot 504 hat einen zugegeben etwas biederen Charme. Die Karosserie mit dem charakteristischen Knick im Heck ist nicht jedermanns Sache. Doch der Wagen gilt als König der Löwen. 3,7 Millionen Exemplare wurden in 37 Jahren Bauzeit verkauft. Noch heute prägt er das Straßenbild in Afrika. Bei uns ist er trotzdem fast ausgestorben, denn er rostete leider ratzfatz weg. Doch als ungewöhnliches Zweitauto und Wertanlage taugt der 504 durchaus, wenn man ein paar Dinge beachtet. Das Auto ist Baujahr 76, ist tatsächlich vom ersten Besitzer und hat 53.000, ich glaube 38 Kilometer gefahren. Das ist eigentlich eine Sensation, finde ich. Als er 1968 auf den Markt kam, galt er als technisch innovativ. Die komplette Neukonstruktion hatte Einzelradaufhängung und Scheibenbremsen an allen vier Rädern. Das war keine Selbstverständlichkeit. 1969 wurde er prompt zum Auto des Jahres gekürt. Unser Exemplar von 1976 fährt sich auch heute noch ganz modern. Im Prinzip fährt er wie jeder Polo, wie jeder Golf, wie jeder Astra, kann man sagen. Fährt ganz easy, fährt ganz einfach, schlicht, ist einfach schön. Schlechte Straßen bügelt die Federung besser weg als die meisten modernen Autos. Auch wegen seiner robusten Technik wurde der 504 nach dem Produktionsstopp 1983 noch in Argentinien, China, Kenia und Nigeria weitergebaut. Erst 2005 war endgültig Schluss. Der kuppelt einfach, kuppelt ganz weich, bremst ganz weich. Also ist im Prinzip wie gesagt, wie in jedem anderen Golf auch. In den 70er und 80er Jahren wurde ganz Frankreich von unzähligen dieser Trapezscheinwerfer mit den kleinen Standlichtern beleuchtet. Das Hebelchen zum Anschalten musste dazu erst zum Fahrer hingezogen, nach unten gedrückt und dann gedreht werden. Das Cockpit ist sachlich. Peugeot bedient in Frankreich anders als Citroën eine eher konservative Kundschaft. Im Innenraum gibt es viel Platz auf sehr weichen Sitzen, die sich durch versenkbare Kopfstützen im Handumdrehen in ein perfektes Bett umbauen lassen. Das kam gut an im Land von L'amour toujours. Ein riesiges Gepäckabteil schluckt auch Koffer für die Urlaubsreise. Kein Wunder, dass der Wagen ein Verkaufsschlager war. Unser blauer Franzose wird von einem 93 PS Motor angetrieben. Damit ist der nur 1200 Kilo leichte Wagen recht flott unterwegs. Es ist ein sehr, sehr großes Erfolgsmodell gewesen. Es war eigentlich das Auto, mit dem Peugeot in Deutschland so richtig populär wurde. Es war ein Auto der gehobenen Mittelklasse, man könnte heute sagen E-Klasse-Segment. So muss man sich das damals vorstellen. Gut erhaltene Exemplare kosten zwischen 6.000 und 9.000 Euro, Tendenz steigend. Wer die entsprechende Rostvorsorge trifft, kann mit dem König der Löwen jetzt für kleines Geld lange Spaß haben.